Und hier bin ich wieder und... Ja, was hab ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar Besorgungen machen. Wollt ihr mitkommen? Okay. Ich habe gerade die Episode beenden wollen. Da rannte der mir schon entgegen. Also, wundert euch nicht, dass der so plötzlich, aufgetaucht ist. ja, gehen wir. Schön. Ich habe ein Boot. Damit kommen wir über den See. Folgt mir. Okay, ich folge dir. Ha, ja. Ich mache immer viel... ja? Wachsoldat Owald. Ist recht? Habt ihr das gesehen? Der stand gerade da und ist wieder umgekippt. Aber er hinterlässt uns etwas Schönes. Einen Helm und einen Schild. Jetzt haben wir einen fixen Eisenhelm. Jetzt sind wir besser gerüstet, auch wenn ich mit der Rüstung... Was meint ihr? Was haltet ihr von dieser Rüstung? Ich finde sie etwas... merkwürdig. Und wir haben ein Eisenschild dazu bekommen. Jetzt sind wir ein Ritter, ein ganzer Ritter. Und die Framezahl sinkt. Ich muss unbedingt da was machen. Also ich nehme das jetzt auch mit am Stück auf, diese Folge. Ich habe mehrere Leute sagen hören, die Eterna würden stehlen und morden. Zudem ist mir unlängst ein Gerücht zu Ohren gekommen, nachdem diese Menschen jeden Monat bei Vollmond ein Neugeborenes opfern und sein Blut trinken. Ach du Sorte, ihr solltet euch von denen fernhalten. Und ich will einer von denen werden? Oder ist das eine, sagen wir, ein anderer Orden von Magiern? Die Eterna. Oder sind das die Magier? Das werden wir noch rausfinden. Aber jetzt folgen wir erstmal Porim zum See. Das letzte Mal hatte er hier Probleme, über einen Stein zu kommen. Mal sehen, ob er diese Probleme ebenfalls jetzt wieder hat. Nein, diesmal hat alles geklappt. Und, ein kleines Boot. Und die Framezahl sinkt immer noch. Aber sie hält sich an eigentlich relativ. Relativ ist gut. Okay, dann, ja, setzen wir uns mal. Diese Hexer, die mir angegriffen haben, sicherlich haben sie versucht, den Erzabbau zu unterbinden. Ein Moment, ich merke gerade, dass die Musik etwas zu laut ist. Ich sag mal 60. Oh, 63 und die Sprachlautstärke 75, so. Sollte klappen, oder? Das Erz von dort ist nämlich sehr wichtig für den Kaiser. Ich hoffe, ihr hört es jetzt besser. Er führt schließlich einen Krieg gegen das Nordreich. Ihr wisst schon, er hat sich vom Rest Nehrings abgespalten und für unabhängig erklärt. Der Kanzler duldet das natürlich nicht und rückt mit seinen Truppen zur Nordstadt Karbait vor. Ich hoffe sehr, dass sie mich nicht in die Armee einziehen werden. Es ist schrecklich, dieses Gekämpfe. Und als hätten wir nicht schon einen ausgewachsenen Krieg am Hals, machen diese Hexer auch noch Probleme. Ihr habt solche wie sie sicherlich nicht zum letzten Mal gesehen. Überall in Nehirim versuchen sie, die Infrastruktur des Reichs ins Wanken zu bringen. Sie gehören zum Volk der Eterna und kämpfen gegen irgendetwas, aber fragt mich bitte nicht, was das ist. Von sowas verstehe ich nicht viel. Naja, jetzt sind wir fast da. Ich habe euch hoffentlich nicht gelangweilt mit meinem Gerede. Was nicht, nein. Es war extra ein bisschen still, damit ihr ihn hört. Und gerade ging die Framezahl runter, vielleicht wegen dem Event. Okay, wir stehen auf. Und ich hoffe auch, dass das Spiel nicht abstürzt. Wie in der letzten Episode. Einmal so, kurz. Da wären wir. Die Abtei von Tirin. Dann trennen sich unsere Wege jetzt wohl. Macht's gut. Ciao. Nein, nicht euch Ciao, sondern ihm. Dann wollen wir uns mal umsehen. Halt! Okay, da sagt uns nichts Neues. Ach, schon wieder diese schönen Gitarrensounds. Und ich habe die Lautstärke runtergedreht. Wer bist du? Ich bin gerade auf der Durchreise. Er ist ein fliegender Händler. Woran ich das sehe? Ratet mal. Mal sehen, hat er Waffen? Hat er Rüstung? Eisenpfeil des Feuers.
verkürzt wird. Rostiges. Meine Axt ist hat 2 Stärkepunkte. Ja, der Streitkolben wäre interessant. Ich nehme ihn mal mit. Wäre ein bisschen besser. Okay. Ich verkaufe aber auch was. Aber nicht ohne zu feilschen. Feilschen. Ja. Ihr kennt das ja von mir. Und wenn es etwas leise war gerade, ich habe kurz die Hand vorm Mund. Den Bogen verkaufe ich. Aber warum? Seltsam. Warum ist der Bogen mehr wert, der etwas beschädigt ist, als der Bogen, der noch im besten Zustand ist? Fragen über Fragen. Nein. Fellhelm aber. Gerne. Flickweste brauche ich, denke ich, nicht mehr. Und die Minenarbeiterstiefel behalte ich noch. Den Grubenhelm brauche ich nicht mehr, denke ich. Was verkaufe ich noch? Ein Besen, den verkaufe ich noch, ja. Ah, den Stoff, den habe ich extra zum Verkaufen mitgenommen. Vielleicht, was das mit dem Einkaufen, Verkaufen betrifft, vielleicht werde ich das nun von nun an rausschneiden. Vielleicht. Repariere nochmal alles. Und ja. Nehme den Streitkolben zur Hand, der noch besser sein soll. Und lege ihn auch auf die 1. Die Kriegsaxt auf die 2, den Bogen auf die 3 und die Fackel auf die 4. So ungefähr mache ich das erstmal. Bis wir neue Sachen finden. Dann wird das natürlich verändert. Okay, dann wollen wir uns umsehen. Und warum? Okay, ich bin gleich groß. Das sah nämlich zuerst so aus für mich, als wäre ich viel kleiner als der Händler. Moment, ich habe ja keine Schuhe an! Ich sehe es ja jetzt erst. Jetzt sehe ich ja noch komischer aus. Ich mag diese Rüstung nicht. Sie schützt zwar relativ gut, aber ihr seht, sie sieht aus. Okay, dann wollen wir uns hier umsehen. Eine Truhe. Ganz allein. Ach, Lager. Sichere Truhe, Lagerplatz für Gegenstände. Okay, sehr schön. Sowas hat sie also auch. Gut, dann will ich gleich mal auf was ablegen. Ja, ich sehe gerade, ich kann den Brustschutz noch verkaufen. Mache ich es beim nächsten Mal. Erstmal die Axt. Nee, ich nehme noch nichts raus, weil die Axt kann ich gebrauchen, falls der Streitkolben nicht mehr geht und was ist das? Anschlag. Ich lese mal vor. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob die Statue Erodans in der Kapelle so ein trauriges Gesicht zeigt. Vielleicht sollte mal einer der Mönche nachsehen, was da los ist. Ein nicht genannter Pilger. Okay, ist das die Kapelle? Sieht mir sehr kapellig aus. So, aber erstmal, wie gesagt, ab hier, genau hier, ist alles Fremdland für mich. Ich kenne hier nichts. Das letzte Mal bin ich gerade hier angekommen und das war's auch so. Ich grüße euch, Pilger. Seid ihr reinen Herzens? Seid ihr gläubig? Vor kurzem betrat ein verdorbener Frevler diesen heiligen Schrein. Er stahl eine Flasche Duftwasser, die Gläubige der Kapelle spendeten. Anschließend warf er die Flasche auf das Dach der Fischerhütte westlich der Abtei Terin, um seine Missgunst den Göttern gegenüber zu Haus zu stellen. Bringt diese Flasche zurück zu diesem Schrein, um euren Glauben und eure Demut zu eurem Herrn Erodan unter Beweis zu stellen. Als ich Erodans Kapelle betrat, hörte ich Worte in meinem Geist. Ein Frevler habe eine Flasche Parfüm, welche Gläubige in den Gott dargebracht haben, gestohlen auf das Dach der Fischerhütte am großen See westlich der Abtei Terin geworfen. Wenn ich die Flasche zurückbringen kann, bekomme ich vielleicht einen göttlichen Segen. Okay, eine Quest erhalten, eine Nebenquest, die wir auch angehen werden. Das machen wir. Ah, Sangstube. Da will ich noch reingehen. Und ich sehe, ich muss auch gleich Stopp machen. Damit es nicht so viel wird. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Handeln.
Hier können wir ein bisschen Bier kaufen, wenn wir wollen. Und dann noch weiteres. Keine Ahnung, ob die Alchemie in Nerim genauso vertreten ist wie in Oblivion. Im selben Ausmaß. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Sehen wir mal hier. Hier können wir unsere Lernpunkte vergeben, um mit Stichwaffen und mit dem Bogen besser zu werden. Aber es ist leider nichts in meinem Interessebereich in diesem Fall und deswegen gehe ich wieder. Und Freunde, an dieser Stelle mache ich wieder mal einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Nerim, wo wir uns der Aufgabe zuwenden, die ich bekommen habe und mich noch weiter ein bisschen umsehe. Auf dann!